Und herzlich willkommen den Zuhörern und Zuschauern. Ich erzähle heute in einem etwas kurzen Abriss, nicht ganz 100, aber schon so ein paar Möglichkeiten, wie man irgendwie Passwörter mitlesen kann. Das Problem ist, also ich hatte ja letztes Jahr auf dem Jugendtakt irgendwie schon einen Vortrag, wo es so um Geometriehacken ging, was ja eigentlich so irgendwie eher mein Gebiet ist, wo ich mich irgendwie auskenne, und habe immer gesagt, ey, Biometrie ist scheiße, irgendwie benutzt lieber Passworte. Dann habe ich irgendwie im letzten Jahr mir mal so ein paar Paper durchgelesen, irgendwie ein paar Webseiten durchgelesen, wie sicher denn wirklich Passworte jetzt sind, und bin zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen. Das heißt, wenn ihr irgendwie vorhabt, später nochmal Passworte benutzen zu wollen und nicht gleich irgendwie schreiend rausrennt, dann geht jetzt vielleicht lieber, ansonsten auf eigenes Risiko zu hören. Ja, wir fangen irgendwie ganz einfach an, wie man dann irgendwie seine Passworte verlieren kann. Und das ist hier ein Bild aus dem Jahr, also vorletztes Jahr, glaube ich, wo russische Hacker den französischen Fernsehsender TV5 gehackt haben, also das gesamte Netzwerk, also das ganze Netzwerk, haben irgendwie Webseiten defaced, haben irgendwie die Ausstrahlung des Programms irgendwie von 11 Kanälen für mehrere Stunden lahmgelegt. Und das Problem war, dieses Bild da auf der rechten Seite, dass halt irgendwie bei einem Interview von einem Mitarbeiter von diesem Fernsehsender die Kamera auch dieses, was da so in Rot eingekringelt ist, mitgefilmt hat. Und das war halt irgendwie das Passwort für ihren Sysadmin irgendwie im gesamten Netzwerk. Und irgendwie, wenn man so eingeladen wird, dann lässt man sich das natürlich nicht nehmen. Aber es ist halt irgendwie so der Klassiker. Also irgendwie halt, kennt ihr vielleicht auch, irgendwie vielleicht nicht von euch selber, aber von irgendwie Bekannten, so irgendwie Passworte aufschreiben, an den Monitor hängen oder unter die Tastatur kleben, ist halt leider immer noch gang und gäbe und halt irgendwie wirklich ein echtes Problem. Das kann man natürlich verhindern, indem man sich irgendwie halt, also indem man die Passworte nicht aufschreibt. Bei den ganzen anderen Verfahren, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, wird das schon schwieriger mit den Verhindern. Ganz einfach wieder angefangen, der Keylogger. Auch schon, also seit es Keyboards gibt, gibt es irgendwie auch Keylogger. Das sind halt irgendwie so kleine Devices. Irgendwie früher war es noch PS2, heutzutage ist es USB, weil die ganzen Tastaturen natürlich in USB sind. Sind kleine Devices, die man halt irgendwie zwischen dem Computer und die Tastatur steckt. Und die halt einfach komplett einmal alles mitschreiben, was halt über diese Leitung geht. Früher musste man irgendwie noch hingehen, irgendwie den anstecken, und wenn man irgendwie nach ein paar Tagen muss man zurückkommen, den irgendwie abziehen und konnte ihn dann irgendwie separat auslesen. Heutzutage haben die irgendwie sogar schon WLAN mit eingebaut und man muss sich irgendwie wirklich nur noch einmal irgendwie an den Rechner von seinem Chef oder von wem auch immer setzen und kann dann irgendwie fröhlich mithören. Ich habe, als ich damals irgendwie im Fraunhofer gearbeitet habe, hat man irgendwie so Arbeitsplätze, wo man natürlich keine Rechte hatte, und irgendwie jedes Mal den Admin zu rufen, dass irgendwie ein Windows irgendwie Programm installiert war, mir dann irgendwie zu doof, habe ich mir auch mal so ein Teil geborgt, habe das angesteckt und habe irgendwie halt das Admin-Passwort irgendwie von unserem Sysadmin mitgelesen, und dann konnte ich halt selber die Sachen installieren. Interessanterweise war er einer der wenigen, die sich nicht an die Passwortrichtlinien gehalten haben. Also wir hatten halt irgendwie feste Passwortrichtlinien, die eigentlich alle benutzen mussten, und aber er hat irgendwie nur so ein ganz easy Passwort gehabt, hätte man fast auch noch raten können. Gehen wir ein Stück weiter, und wenn man halt keine festen Tastaturen hat, sondern Funktastaturen, waren zumindest vor einer Weile mal irgendwie total hip, heutzutage irgendwie eher weniger. Das Problem bei den Tastaturen, also gerade bei den Tastaturen, auf die dieser Angriff abzielt, ist, dass die keine wirkliche Verschlüsselung machen. Also das sind irgendwie die Microsoft-Tastaturen, und die machen halt irgendwie nur so ein XOR, also irgendwie verschleiern halt wirklich, also machen XOR der ganzen Sache irgendwie mit einer 1, also irgendwie wirklich nur Verschleierung. Und da haben sich ein paar Freunde von mir damals hingesetzt und irgendwie dachten sich, naja, die Tastatur irgendwie sagen, wie sie machen ganz geheime, super fiese Krypto, und dann haben sie sich das mal angeguckt, haben irgendwie dann auch ein Device gebaut für die zwei verschiedenen Tastaturen, die es damals gab, um 27 MHz und 2,4 GHz, so ein Device gebaut, was hat irgendwie einfach mal im Abstand von 20 oder irgendwie 10, 15 Metern irgendwie einfach alles mitgesnifft hat, was da irgendwie auf der Frequenz rüberkam, und dann halt irgendwie haben sie rausgefunden, dass sie da irgendwie kein sicheres AES oder was auch immer machen, sondern wirklich nur so ein XOR, haben irgendwie auch noch den fertigen Dekryptor geschrieben, und dann konnte man irgendwie tatsächlich das Ganze einfach abhören und nicht nur Passworte, sondern halt den gesamten Text, der irgendwie über die Schnittstelle geht, mitlauschen.
Der letzte Punkt, also der Keysweeper, ist irgendwie noch eine Weiterentwicklung von jemand anders, irgendwie aus dem letzten Jahr. Da hat es jemand irgendwie nochmal auch für ein neues Keyboard angepasst und dann irgendwie auch gleich noch lokalen Speicher und eine GSM-Chip irgendwie mit eingebaut. Das heißt, den musst du wirklich nur in die Ecke werfen, irgendwie an Strom stecken und der snifft halt irgendwie alles auf den Frequenzen mit und extrahiert sogar dann irgendwie schon die Passwörter für dich und schickt halt irgendwie dann nur so SMS mit irgendwie, hier, ich habe ein neues Passwort gefunden. Auch eine ganz coole Geschichte, die heutzutage nicht mehr funktioniert, weil sie auf, also nur mit PS2-Tastaturen ging, bei USB geht das nicht mehr, aber irgendwie ist ein wirklich schönes Beispiel, weil man irgendwie auch mal sieht, was sie wirklich gemacht haben. Und hier ist es so, was sie ausnutzen, ist die Tastaturen, wenn sie, also wenn Tasten gedrückt werden, dann ist das halt wie so eine kleine Antenne und das wird halt irgendwie unter anderem auch auf die Stromleitung irgendwie auf moduliert sozusagen. Und das Setup, womit sie das abgefangen haben, ist irgendwie auch denkbar einfach. Sie haben sich einfach eine Steckdose genommen, also halt einen Stecker genommen und an den Schutzleiter, also an die Erdung, Oszilloskop rangehalten. Und dann kam irgendwie hier da unten so diese Wellenform raus und da sieht er irgendwie, wie schön man einfach da irgendwie auch die einzelnen Bits und dann respektive irgendwie auch die Taste, die gedrückt wurde, irgendwie ablauschen kann. Das Ganze nicht nur irgendwie halt aus dem Raum selber, sondern irgendwie die Tests, die sie gemacht haben, waren dann irgendwie halt irgendwie zwei Räume weiter und das Ganze war in so einem Physiklabor, also wo halt wirklich Störstrahlung ohne Ende drin waren, aber die Signale irgendwie auf der Leitung waren dann irgendwie trotzdem noch so gut, dass man es irgendwie sehen konnte. So, das waren jetzt mehr oder weniger Sachen, wo man halt relativ in der Nähe sein musste. Jetzt zeige ich euch mal einen kurzen Physics, bingo. Videoausschnitt Yeah, aus einem Film. There. Weiß nicht, wer den Film kennt. Es ist aus Sneakers, looks like the so ein age. 80er Jahre wie Hackerfilm. Einer der ersten Hackerfilme, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Was sie hier tun ist, sie haben sich einfach eine Videokamera genommen, sich in ein Hotelzimmer gegenüber von dem Opfer praktisch eingemietet und haben dann irgendwie die Kamera auf seine Tastatur gerichtet und dann hat einfach irgendwie einmal den Anmeldungsvorgang mitgefilmt. Das Schöne ist, wenn du so Sachen digital hast, dann kannst du irgendwie auch, was sie da auch gezeigt haben, zurückspulen und gucken, irgendwie war das jetzt ein N oder war das ein K, was er da gerade gedrückt hat. Kann man halt irgendwie tatsächlich, wenn man halbwegs gute Sichtverbindung hat, auch auf relativ große Entfernung machen. Ich habe nicht gefunden, auf welche Entfernung das jetzt irgendwie wirklich maximal geht. Also weil es hängt natürlich von der Kamera ab, die Sie benutzen. Aber um euch mal so ein Verständnis dafür zu geben, was da möglich ist, irgendwie das ist aus dem Jahr 2008, wo ein Professor aus den USA mal ein ähnliches Experiment gemacht hat. Der hat sich irgendwie auf Dachterrasse gestellt mit einer Kamera, also mit irgendwie so einer. Hier, wo rennt unser Fotograf rum, mit so einer Kamera auch, glaube ich, ein bisschen längere Objektiv, also eine 120 mm Zoomlinse, Zoom-Objektiv und hat dann irgendwie einfach mal einen Schlüssel fotografiert, der unten in 60 Meter Entfernung auf dem Tisch lag und hat irgendwie aus den Bildern, die er daraus gewonnen hat, also hier sieht er die Bilder, hat er halt einen Schlüssel nachgefeilt, der dann irgendwie auch gepasst hat. Und das sind halt wirklich Millimeter genau, muss man da irgendwie auswerten. Diese Kerben und wenn ihr euch denkt, irgendwie aus 60 Meter kann man irgendwie Millimeter kleine Unterschiede sehen, dann kann man auf jeden Fall irgendwie auch sehen, wenn jemand irgendwie eine Taste drückt. Das Ganze funktioniert irgendwie auch, wenn man jetzt nicht direkte Sicht hat, sieht man leider ein bisschen schlecht, da oben in der Ecke sitzt so ein Typ mit der Kamera und der filmt halt irgendwie jetzt den Typen, der hier auf dem Stuhl sitzt, wie er auf sein Mobiltelefon sein Passwort eintippt. Aber irgendwie halt nicht direkt so über die Schulter, sondern in dem Fall über Reflexion, also sogar über doppelte Reflexion, wird halt einmal in dem Toaster reflektiert, dann an der Brille reflektiert und zeigt dann irgendwie dann auf die Tastatur vom Telefon. Fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend. Das ein ähnliches Beispiel, irgendwie, also dieses Paper, wo es stand, hat uns irgendwie dazu veranlasst, irgendwie mal zu gucken, was haben denn irgendwie so Telefone selber an Kameras und sind dazu drauf gekommen, irgendwie heutzutage haben die irgendwie alle eine relativ gute Rückseitenkamera, aber auch eine immer besser werdende Frontseitenkamera. Und wo guckt denn diese Frontseitenkamera irgendwie so normalerweise rauf? Das hier ein Bild von meinem sehr fotogenen Kollegen und wenn man jetzt hier mal so CSI-mäßig da irgendwie reinzoomt, dann sieht man, ja, es guckt aufs Auge, wenn man irgendwie noch ein bisschen weiter zoomt.
sieht man irgendwie die Pupille. Und wenn man da irgendwie noch ein bisschen weiter reinzoomt, dann sieht man, wer weiß es, genau, das ist das Display vom Telefon. Und dieser schwarze Schatten da unten, das ist irgendwie der Finger, mit dem er irgendwie gerade die PIN eintippt. Also nochmal, um es euch klar zu machen, wir gucken mit der Kamera im Telefon die Reflexion im Auge an und sehen irgendwie das Display, was irgendwie, also auf dem Display, was irgendwie eingetippt wird. Und auch mit irgendwie relativ guter, also mit relativ guten Ergebnissen, also wir haben irgendwie so in 90% der Fällen irgendwie mit dem ersten Versuch rausgefunden, welche PIN da irgendwie eingetippt würde. Ich sehe schon, ich bin ganz schön langsam. Dann ein bisschen schneller durch, wenn man halt, also das Experiment, was sie da gemacht haben, braucht halt eine relativ gute Frontkamera. Wenn man halt nicht so eine gute Frontkamera hat, kann man das folgende Verfahren benutzen. Die nehmen jetzt irgendwie halt nicht die Reflexion im Auge auf, sondern die werten die Kamera aus und werten halt die Bewegung des Telefons selber aus. Irgendwie die Idee dahinter ist, wenn man jetzt eine 1 drückt an dem Telefon, kippt sich das Telefon halt irgendwie nach links oben. Wenn man eine 9 bewegt sich halt nach rechts unten, und irgendwie aus den Bildern, wie ihr irgendwie oben seht, die Kamera macht, kann man halt irgendwie ausrechnen, in welche Richtung sich das Telefon kippt, und dann daraus irgendwie rausschließen, welche Tasten gerade gedrückt wurden. Die ganzen Telefone heutzutage haben natürlich irgendwie auch Bewegungssensoren, also Gyroskope, Accelerometer und sowas drin, die kann man natürlich irgendwie auch benutzen. Man hat in der Regel sehr einfach Zugang zu den Daten, also wo halt so Kamera ist halt immer ein bisschen schwierig, auf die Daten zuzugreifen, aber so Accelerometerdaten irgendwie geben die Telefone oder die Betriebssysteme irgendwie relativ easy weiter. Das Prinzip ist halt irgendwie ähnlich, nur dass wir jetzt nicht die Kameradaten auswerten, sondern halt irgendwie die Beschleunigungsdaten der Sensoren. Irgendwie auch so, wenn die 1 gedrückt würde, merken wir halt, das Telefon hat sich irgendwie nach links unten, links oben gekippt, und daraus irgendwie kann man dann irgendwie auch die passende Taste ableiten. Was kann man noch machen mit den Beschleunigungssensoren? Das zum Beispiel, was hier passiert ist, der Tisch, auf dem das Telefon liegt, leitet praktisch die Vibrationen weiter, die man beim Tippen auf dem Keyboard irgendwie verursacht. Das heißt, irgendwie das Telefon liegt halt irgendwie da 10 cm neben der Tastatur. Als ich das Paper gelesen habe, habe ich irgendwie mal so mich umgeguckt, wo liegt denn mein Telefon? Lag natürlich irgendwie genau an der Stelle. Das heißt, irgendwie auch gar nicht so abwegig. Und auch hier wieder mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kann man halt irgendwie wirklich komplett das Keyboard mitsniffen. Also das ist von 2006, war glaube ich der Versuch schon. Und irgendwie, wenn man sich vorstellt, was von 2006 bis heute an verbesserten Gyroskop, also die Chips sind einfach immer 100-mal besser geworden. Das heißt, irgendwie heutzutage kann man mit so einer Funktion wahrscheinlich oder mit so einem Aufbau wahrscheinlich tatsächlich einmal komplett irgendwie alles mitlesen. Wird noch viel einfacher, wenn man irgendwie so Fitbits oder irgendwie Apple Watches oder irgendwie sowas betrachtet, weil ich natürlich, man hat irgendwie die am Arm und man bewegt natürlich den Arm irgendwie auf die, in die richtige Richtung. Das irgendwie kann man mitlesen. Das heißt, wenn man Zugriff auf diese Fitbits, Fitnesstrainer, was auch immer hat, kann man irgendwie zumindest dann auch eine Seite bei manchen, irgendwie, wenn die halt ein Fitbit und eine Apple Watch haben, irgendwie vielleicht auch zwei Seiten, also zwei Hände sehen und damit halt die Passworte oder das, was getippt wurde, auch zurückrechnen. Eine sehr coole Idee, wie ich damals fand, ist mit einem Laserpointer, also irgendwie auch so ein Setup, was man selber basteln kann. Er sieht folgendermaßen aus. Da oben ist so ein kleiner roter Fleck auf diesem Apfel. Was sie gemacht haben, ist, sie leuchten mit einem Laserpointer auf den Deckel rauf. Die Reflexion messen sie mit einer Fotodiode. Und wenn man tippt, vibriert halt der Deckel von dem Notebook. Und aus diesen Vibrationen konnten sie irgendwie halt zurückschlussfolgern, welche Taste gedrückt wurde. Auch nicht mit, also nicht mit so einer hohen Genauigkeit, aber das war halt irgendwie wirklich so ein Billigaufbau, den man irgendwie halt irgendwie auch selber machen kann, wenn man irgendwie so ein Interferometrie-Mikrofon zum Beispiel nimmt, kann man da auf jeden Fall irgendwie auch noch ein bisschen was Besseres machen. Kommen wir jetzt auch schon langsam dem Ende zu. Bisher haben wir immer so Seitenkanäle, irgendwie man muss irgendwie raufgucken oder es vibriert irgendwas. In dem Fall ist es irgendwie, der Sound ist eigentlich auch naheliegend, also wenn man eine Taste drückt, dann klackert das natürlich irgendwie. Jetzt selber als Mensch wird man da irgendwie keine Unterschiede hören. Aber wenn man das mit dem Computer analysiert, dann sieht man da oder merkt man halt sehr schön, dass unterschiedliche Tasten unterschiedlich klingen. Und das geht sogar so weit, dass die Auflösung, also die
Bandbreite, die man dazu braucht, um diese Tasten auseinanderzuhalten, gehen durch ein Telefon, also Telefonbandbreite ist ausreichend. Das heißt, man kann sich so einen Angriff vorstellen, du rufst halt bei deinem Chef an oder bei einem Admin an, irgendwie sagst ihm irgendwie hier, ich hätte gerne die Software installiert, tipp doch mal irgendwie dein Passwort ein, installiere mir doch mal von zu Hause, und du hörst einfach durch das Telefon, was er irgendwie noch am Ohr hält oder was er irgendwie neben sich gelegt hat, kannst du mithören, welche Tasten er irgendwie gerade drückt, und hast irgendwie auch sein Passwort. Ja, und zum Schluss noch so eine kleine Extra-Gimmick habe ich irgendwie dabei gefunden. Es gibt jetzt nochmal ein bisschen Sound dabei. Das ist ein optisch oder ein visuelles Mikrofon. Was die hier gemacht haben, sie haben halt irgendwie eine Highspeed-Kamera genommen, haben die durch eine Fensterscheibe, also durch ein Soundproof-Glas auf diese Zimmerpflanze gerichtet. Und damit praktisch, also die Vibration der Pflanze haben sie zurückgerechnet in die Töne, die irgendwie in diesem Raum gerade irgendwie von sich gegeben werden. Das ist jetzt irgendwie mal der, also so wie es klingt normalerweise, wenn man in dem Raum wäre. Und so als letztes gibt es jetzt irgendwie den passenden Sound, wie halt dieses visuelle Mikrofon irgendwie das aufnehmen oder hören würde. Also es klingt nicht ganz so gut, aber man kann irgendwie ahnen, was es geht. Wenn man irgendwie noch bessere Kameras hat, kann man auch die Bandbreite wieder erhöhen, und dann kann man tatsächlich bis hin zur Sprache irgendwie auch durch eigentlich Soundproof-Gläser irgendwie Sachen hören. Vielen Dank. Ja, super gut. Das ist natürlich die große Frage, wie schützt man sich jetzt dagegen? Aber ich glaube, die können wir heute nicht in... Die kann man tatsächlich, also wie gesagt, ich habe immer gesagt, wie nimm Passworte, aber nach den Papers, die ich gelesen habe, ist auch Passwort nicht mehr sicher. Also man kann sich irgendwie halt tatsächlich so, wie man in Snowden-Film vielleicht gesehen hat, der sich dann irgendwie so unter ein Handtuch gelegt hat, irgendwie dann ganz heimlich sein Passwort getippt hat. Aber man muss halt wirklich aufpassen, irgendwie steht keiner hinter einen, irgendwie hat man keine Sonnenbrille auf oder sowas. Ganz schwierig. Und macht man keine Geräusche oder hat genug Störgeräusche im Hintergrund. Also es gibt halt wirklich so viele Möglichkeiten, daran zu kommen, das ist beängstigend. Habt ihr noch, also wir hätten noch Zeit für eine Frage, für zwei Fragen. Was brennt euch auf der Seele? Ja, zum Thema Passwortsicherheit gibt es auch andere schöne Infos im Netz. Und auch, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe ja Fingerabdrücke, da gibt es auch schöne Vorträge, warum Fingerabdrücke schwierig sind. Gibt es noch Fragen von euch? Ansonsten... Wo findet man denn solche Papers, wenn man sich auch dafür interessiert? Und wie kann man sich selber weiterbilden, wenn man Interesse dran hat? Gute Frage. Also ich habe irgendwie halt im Netz immer mal wieder irgendwie so gehört, dass das irgendwie eine Technik ist. Das Schöne an Papern ist, dass sie normalerweise, hast du immer unten Referenzen. Das heißt, du musst eigentlich nur ein Paper finden, was sich halt ungefähr mit dem Thema beschäftigt, so Passwort abhören. Und dann referenzieren sie auch immer irgendwie, guck da, und dann liest man sich einfach so von Stück zu Stück durch. Oder einfach mal Passwortsicherheit oder Passwort oder Tastaturen abhören, eintippen. Gibt es irgendwie auch unendlich viel im Netz.